Mensch nehmen denn auch so perfekt? Limone, wir haben dich auf der Eislaufbahn vermisst. Ich musste mich um Honigtau-Sorbet kümmern. Limone und ich machen Schneemänner. Bist du dir da sicher? Was? Wow! Welchen hat wohl Limone gemacht und welchen hast du gemacht, Honigtau-Sorbet? Das ist so schwer zu sagen. Wirklich? Ich finde es ziemlich leicht zu... Ich weiß nicht, was du denkst, Emily. Aber ich finde, dieser Schneemann ist etwas Besonderes. Hey, du, so macht man doch keinen Schneemann. Bei dem kommen ja die Hände aus dem Kopf. Das ist ein Schneefreak. Schneefreak, Schneefreak. Was soll ich denn sonst einen Schneemann machen? Traditionell besteht ein Schneemann aus 3 Schneebällen unterschiedlicher Größe und einer Karottennase, 2 Augen aus Kohle und... Dann hab ich's falsch gemacht. Hey, du hast gar nichts falsch gemacht. Man kann einen Schneemann nicht nur auf eine Art bauen. Genauso wie es nicht nur eine Art gibt, Ferien zu machen. Schneeflocken herrlich, unterschiedlich wie du und ich. Und den Schneeflocken geht es hier, ganz genau wie dir und mir. Komm, lass Weihnachten dies Jahr besonders sein. Einfach magisch, traumhaft schön, Riesenspaß für Groß und Klein. Ja, wir feiern, wie es uns gefällt. Ganz egal, wie ihr es feiern wollt, es wird ganz einfach toll. Okay! Wir freuen uns schon das ganze Jahr. Ein bisschen Spaß ist wunderbar. Ja, wir feiern, wie es uns gefällt. Schaut euch einmal um, es ist herrlich um uns herum. Entschuldigung, wir würden gerne mit euch zusammen Schneemänner bauen, wenn das okay ist. Tut uns leid. Wir hätten deinen Schneemann nicht Schneefreak nennen sollen. Er ist eigentlich ziemlich cool. Das sind sie alle. Ich weiß nicht. Was meinst du, Honigtau-Sorbet? Mal sehen, was ihr drauf habt. Endlich ist es Zeit für meinen Lieblingswinterzauberbrauch. Den geheimen Zaubergeschenketausch. Okay, ich weiß, dass Geschenke einige Bären stressen. Aber lasst euch das von einem Geschenkprofi wie mir sagen. Geschenke sind eine Kunst für sich. Lasst euch von Dingen inspirieren, die eure Bäre liebt. Vertraut eurem Bauchgefühl. Das wird super. Wann können wir den Zettel essen? Nein, wir essen den Zettel nicht. Oh. Man zieht einen Zettel aus dem Hut und kauft für die Beere, dessen Name darauf steht, ein Geschenk. Seid ihr bereit? Ja! Geht's dir gut, Emily? Käsestrudel und Kirschstreusel? Machen die beiden eigentlich alles gemeinsam? Oh, was mache ich denn jetzt nur? Ich habe keine Idee, was ich den beiden schenken soll. Emily, du bist die beste Geschenkemacherin, die ich kenne. Wir müssen nur rausfinden, was die beiden mögen. Du schaffst das. Oh,
Orangella hat recht. Ich muss die beiden nur ausspionieren. Ich schaff das. Hey, ihr süßen Bären, was macht ihr? Denkst du vielleicht an kleine Fische in Ballerina-Kostümen? Nein. Hey, gib mir das Würstchen zurück, du Ratte! Denkst du dann vielleicht an eine Ratte mit einem Hotdog? Ja, wir sind Hellseher. Hopsa! Das ist doch völlig unmöglich. Ich liebe die Geräusche von Bauarbeiten zusammen mit Wahlgesängen. Ich auch. Das ist voll langweilig. Ich hasse es. Ja, du hast recht. Das Sauerkraut riecht so herrlich nach zu Hause. Wie köstlich. Okay, das war's für mich. Das sollte im Kumin-Thymian-Museum hängen. Meine Pinselarbeit ist unkrautlich. Ich hasse es. Nichts, was sie tun, ergibt Sinn. Das Einzige, was ich heute herausgefunden habe, ist, dass sie anscheinend Sauerkraut mögen. Vielleicht. Oh, ich bin ein Geschenkversager. Und für was hast du dich entschieden? Sauerkrautplätzchen. Tada! Lecker! Oh, ich weiß. Sauerkraut bietet einfach so viele Möglichkeiten. Okay, seid ihr zwei bereit? Die anderen warten alle schon. Ja, sieht wohl so aus, als wäre meine perfekte Geschenkeglückssträhne vorbei. Los geht's. Oh. Strudel? Streusel? Hier. Also probiert sie zumindest mal bevor. Du hast uns die Hotdog-Ratte geschenkt? Dieses kleine, dreckige, ekelhafte Nagetier? Aber ich... Nein, Moment! Wir lieben es! Was, wie war das? Wir nennen ihn Wilhelm Sauerkraut! Dankeschön, Emily. Du bist sehr weise. Es war falsch, dich so hart zu verurteilen und uns über deine alberne Mütze lustig zu machen. Oh, das ist ja so süß. Hey, was stimmt nicht mit meiner Mütze? Weißt du, was die beiden damit meinen? Dass Ratten echt gerne Sauerkraut essen? Ich bin immer noch die Beste, wenn es ums Schenken geht. Ich habe ins Schwarze getroffen. Siehst du, wie ich gesagt habe, man muss nur auf sein Bauchgefühl hören oder in diesem Fall dem Bauch der Ratte. Die Oguave, ich habe ihnen eine Ratte geschenkt. Ihr beiden... Vielleicht solltet ihr mal zum Tierarzt gehen. Wegen der Impfungen, ihr müsst ihr... Ein Stück Ananas-Blaubeer-Jalapeno-Pizza. Mm, danke, scharfe Kruste. Das Universum hat mir heute gesagt, dass ich was Neues ausprobieren soll. Nein, das ist es nicht. Ich bleib einfach im Flow und schau mal, wo das Universum mich hinführt. Nein, das ist es auch nicht. Und das auch nicht. Das ist auf jeden Fall interessant. Aber nein. Komm schon, Universum. Okay, und... Aha! Das war nicht richtig. Warum kriegen wir das nicht hin? Wir müssen einfach noch mehr trainieren. Hallo, meine Lieben. Das Universum hat mir gesagt, dass ich was Neues ausprobieren soll. Und was macht ihr so? Wir üben unsere Kühe für den Apfelgroßstadt-Rollschuh-Team-Wettbewerb. Und es muss einfach perfekt sein. Ja? 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 Nein. Wir trainieren jetzt schon seit Stunden und kriegen es nicht richtig hin. Wir haben keine Zeit für Spaß. Nochmal. Und von vorn. Oh, das Universum sagt, es gibt immer Zeit, um Spaß zu haben. Nichts gegen dich oder das Universum, aber wir müssen härter trainieren. Ist es nicht toll, dass das Universum und ich im richtigen Moment hierher gekommen sind? Ihr zwei müsst einfach mehr im Flow bleiben. Harte Arbeit ist echt schwer. Fühlt sich an wie ein gigantischer Test. Spielen macht da viel mehr Spaß. Dabei gibt es einfach keinen Stress. Also schließ die Augen, atme durch. Sieh, wie es in dir glüht. Fühl, wie alles leicht wird. Wie dein Herz erblüht. Zeit fliegt, alle Sorgen wehen davon. Sind froh und glücklich.
Ziel. Das Leben sollte damit leichter sein. So wirst du niemals müde werden. Und die Welt ist plötzlich nicht mehr klein. Also los, komm und schau dich einfach um. Die Welt erstrahlt für dich. Was du willst, wird immer richtig sein. Komm nur und lass los. Kein Krieg, alle Sorgen gehen davon. Sind froh und sorgenfrei. Wähle, was dich glücklich macht. Vertrau, du hast alles, was du brauchst. Lass einfach los. Ja, lass dich nur frei. Kein Krieg, alle Sorgen gehen davon. Sind froh und sorgenfrei. Wähle, was dich glücklich macht. Spaß gemacht. Tschüss. Warte! Bonnie, warte mal. Das war großartig. Komm in unser Team und trainier mit uns. Das ist es also, was das Universum mir zu sagen versucht hat. Okay, ich bin dabei. Super. Jetzt gewinnen wir auf jeden Fall. Wir meinen, es ist egal, ob wir gewinnen, solange wir nur im Flow bleiben und Spaß haben. Oh, wie nett von Limone Chiffon und ihren Vätern, uns zu ihrem Bärenblütenfest mal einzuladen. Und ist es wirklich okay, dass wir das Kochen übernehmen? Ich habe Limone gefragt und sie hat gesagt, dass ihre Väter nicht kochen, also... Wir haben alle Lieblingsspeisen des Landes. Grüner Bohnenauflauf, Apfelsoufflé, gefüllte Bällchen und die Truthahnente. Ich meine, warum sollte man nur Truthahn essen, wenn man Truthahn, Ente und Hühnchen zusammen essen kann? Oh, und alles ist ganz frisch zubereitet. Genau so, wie es beim Bärenblütenfest mal sein sollte. Ist das nicht wunderbar? Euer Bärenblütenfestmahl ist da! Oh, aber unser Bärenblütenfestmahl ist schon da. Heilige Schlagsahne, du hast doch gesagt, deine Väter kochen nicht. Oh, haben wir auch nicht. Das ist vom Catering-Service. Bio-Truthahn, Austernfüllung mit Sahnesoße, leicht gegrilltes Gemüse. Hier gibt's keine matschigen Soufflés und überkochte Aufläufe. Perfekt und makellos, genauso wie ein Bärenblütenfestmahl sein sollte. Was habt ihr mitgebracht? Nur ein paar matschige Soufflés und überkochte Aufläufe. Oh, wow, wow, wow! Zwei Festmahle in einem? Das ist ja toll, aber wo sollen wir denn da nur anfangen zu essen? Mit meinem! Kennt ihr das Gefühl, wenn ein klitzekleiner Fehler, den ihr gemacht habt, zu einem Riesenproblem wird? Grüner Bohnenauflauf, so wie ihn Oma Marmelade früher gemacht hat. Oder möchtest du stattdessen vielleicht lieber leicht gegrillte grüne Bohnen? Leckere Bratensoße. Austernfüllung mit Sahnesoße. Gefüllte Bällchen, bestens zum Werfen geeignet. Preiselbeersoße. Apfelsoufflé. Überbackene Kartoffeln. Süßkartoffeln. Putenbrust aus dem Ofen. Macaroni und Käse. Wer möchte Truthahnente? Keine Ahnung, was das sein soll, aber ich will es auf keinen Fall auf meinem Tisch haben. Mira, Emily, könnt ihr mir helfen, den, Geschirrspüler in der Küche zu streichen? Warum regen Sie sich so auf? Manche Bären nehmen ihre Feiertagstradition sehr ernst. Und diese beiden könnten sich gegenseitig ernsthaft verletzen. So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Kochen Sie eine Truthahn zusammen mit einer Ente! Oh ja, es ist doch so schlimm. Was sollen wir denn tun? Hast du gerade scharfe Soße auf den Apfel gemacht? Ich esse komische Sachen, wenn ich nervös bin. Das ist es! Sie hat eine Idee! Ich hab eine Idee! Was habt ihr in eurem Kühlschrank? Was esst ihr da? Eis mit Knuspermüsli. Sandwich mit Erdnussbutter und Essiggurke. Sarfe-Soße mit Obst. Lecker. Oh, warum esst ihr sowas, wenn wir so tolles Essen hier haben? Weil es beim Bärenblütenfest mal darum geht, das Essen, das man liebt, mit den Bären zu teilen, die man liebt. Ganz egal, wie seltsam es ist. Eigentlich geht es doch nur darum, mit wem man es teilt.
Vielleicht haben wir es ein bisschen übertrieben. Und ehrlich gesagt, Austernfüllung mit Sahnesoße habe ich noch nie probiert. Das musst du probieren. Ich habe noch nie mit gefüllten Bällchen geworfen. Oh, das macht Spaß. Viele Dinge können uns trennen, aber Essen kann uns zusammenbringen. Man muss nur bereit sein, ein Risiko einzugehen und mal was Neues zu probieren. Truthahnente? Kann mir jemand was von dem Eis mit Müsli geben? Oh. Oh, ja. Achtung, Bären! Wir kündigen unsere neue Aktion Versüße deinen Tag an. Jede von euch kreiert eine Leckerei mit ihrem eigenen Namen. Wie meine Sauerapfelmarmelade, Sauerapfelmarmelade. Und jetzt hopp, hopp, Bären. Orangella-Smoothie. Ganz einfach. Ich backe eine klassische Schokoladen-Himbeertorte. Und was ist mit dir, Emily? Emily? Hallo, ihr beiden. Was gibt's? Was für ein Erdbeergebäck wirst du denn machen? Oh, es gibt so viele Möglichkeiten, wisst ihr? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich weiß es nicht. Oh, wie schade. Jetzt habe ich ja gar keine Butter mehr. Aha, man kann keinen Erdbeerkuchen ohne Biskuit machen und keinen Biskuit ohne Butter. Ich muss los. Tschüss. Wir sollten mal nach ihr sehen, oder? Das Gute bei einer so sensiblen Freundin wie Emily ist, dass man immer weiß, wenn sie versucht auszuweichen. Hat das was mit meiner Nichte zu tun, die sich mitten am Tag in ihrem Bett versteckt? Ja. Viel Glück. Komischer Ort, um Butter zu kaufen. Mir ging's auf einmal nicht mehr so gut. Ich dachte, ich sollte mich etwas ausruhen. Wir sehen uns nächste Woche irgendwann. Also, Emily Erdbeer, versuchst du etwa, dich vor deinem Erdbeergebäck zu drücken? Was? Ich? Puh, ich bin eine Bäckerin. Ich liebe es zu backen. Ich backe auch jetzt gerade in der Küche. Ich mach mal schnell weiter. Sie ist weggerannt, oder? Ja. Emily, sag uns einfach, was los ist. Was los ist? Hier kann man Nudelhölzer kaufen. Man kann nie genug von diesen Dingern haben. Probiert sie doch mal. Hallo, haben Sie eine süße, hyperaktive Beere mit einer Mütze gesehen? Oh, sie ist in Saal 1. Popcorn? Okay, im Ernst? Das kann ja wohl echt nicht noch absurder werden. Das würde ich nicht sagen. Okay, jetzt reicht's aber langsam. Hast du irgendwas, um den Luftballon zu zerplatzen? Ein bisschen übertrieben, oder? Nein. Sag schon, was ist los? Bin wieder da. Weil du mich vom Himmel geschossen hast. Verstehst du? Du bleibst jetzt hier. Du weißt doch, dass du uns alles sagen kannst. Okay. Ich kann kein Erdbeertörtchen backen. Was? Aber es ist so einfach. Jeder mit etwas Grips könnte. Entschuldige. Ich weiß. Aber das ist doch mein Name. Ich kann nicht einfach irgendein Erdbeergebäck machen. Es muss was ganz Besonderes sein. Oh, ziemlich dämlich, oder? Du schaffst das. Du bist du. Du weißt also nicht, wie du ein Emily-Erdbeergebäck machen sollst. Dann denken wir uns was Besonderes aus. Zusammen. Das ist ein Mini-Erdbeertörtchen. Sehen Sie, es ist so klein, so winzig, so mini. Also, der sieht sehr schön aus. Ist doch einfach, wenn man so bärenbeste Freundinnen hat wie ich. Die heutige Sorbet-Sonnenwende bringt uns Ausgeglichenheit und Entspannung. Und wir haben alles, was wir brauchen, um das traditionelle Sonnenwende-Sorbet zu machen. Das stimmt. Wir haben Milch, wir haben Zucker. Grapefruit bringt das Apfelmus mit. Und das alles kommt in meinen super-duper Spritzbeutel 3000.
Heute Abend wird es so friedlich. Und so... Erdnussbutterknusper Wackelpuddingrolle! Nein, 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 nein! Yeah! Pyjama-Party! Wir können uns nicht ausruhen und verjüngen mit dem hier. Universum, wie konntest du das nur zulassen? Nicht das Universum. Ein Durcheinander in meinem Kalender. Aber es gibt genug Platz für euch beide, um mit euren Freunden Spaß zu haben. Aber sie kommen auf keinen Fall ins Wohnzimmer. Nein, wir brauchen das Wohnzimmer. Sie haben das neueste Trichterkuchen-Videospiel. Ach, macht euch keine Sorgen. Wir können doch alle gemeinsam hier übernachten. Kein Problem. Könnte lustig werden. Seht ihr? Alle vertragen sich bestens. Könnte eine lange Nacht werden. Fühlt die Schwingung des Sorbets. Ist das etwa Trichterkuchen 3? Das ist Trichterkuchen 4! Oh Mann, ich fürchte, das wird eine lange Nacht. Und dann stiegen sie aus ihrem Auto und drehten sich um und sahen 6 Schlammmonster! Mann! Ich fühle mich total erfrischt und verjüngt. Nicht wirklich. Ich wollte nur nett sein. Ich habe ein Sonnenwendelied geschrieben, das wir singen können, während wir das Sorbet machen. Bonnie, wo sind denn die Zutaten? Und mein Spritzbeutel 3000. Und wo ist Bonnies kleiner Bruder? Oh, nein! Halt! Okay. Lasst uns alle durchatmen und entspannen. Okay, du willst es nicht anders. Ich hab die... Nein. Mein Pyjama. Die Schlacht dauerte die ganze Nacht. Beere gegen Beere, Schwester gegen Bruder. Und dann... Stille. Bonnie? Ich habe mit deinem Bruder gesprochen und er hat dir was zu sagen. Entschuldige, dass ich dein Sonnenwendeding verpatzt habe. Ich fühle mich großartig. Das Sorbet hat meine Poren geöffnet. Wow, ich habe mega gut geschlafen. Oh, du warst genau das, was wir brauchten, um uns zu erholen und zu verjüngen. Oh Mann, hör endlich auf, wie geht's? Ich bin froh, dass ihr beide euch vertragen habt. Dann geht das Aufräumen auch schneller. Ja, Mom. Tut mir leid, dass die Sorbet-Sonnenwende nicht so gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast. Es war besser. Ich würde gern wissen, ob die Freunde von Blaubeerbagel zum Eclair Equinox kommen können. Nächstes Mal sind wir auf sie vorbereitet. Ich glaube, so langsam habe ich den Dreh raus, wie das mit dem Rollschuhlaufen geht, dank meiner fantastischen Lehrerin. Du machst das echt super, Emily. Folge mir, so wie wir es geübt haben. Bin direkt hinter dir. Wow. Oh. Kannst du mir das beibringen? Der dreifache Tiramisu-Twist? Dafür bist du noch nicht bereit. Nicht mal ich bin dafür bereit. Aber ich bin bereit für Pizza. Willst du ein Stück? Ich komm gleich. Ich sag ihnen, Spicy, einer Beere das Rollschuhlaufen beizubringen, macht echt hungrig. Also wenn du Emily das beigebracht hast, dann musst du großen Hunger haben. Das ist der einbeinige Sirupsprung. Wo hat Emily den einbeinigen Sirupsprung gelernt? Also, wer hat dir das beigebracht? Ach, niemand. Ich hab gesehen, wie Crêpe Suzette das macht und hab's ausprobiert. Ich kann's dir zeigen, wenn du willst. Sie? Soll es mir zeigen? Oder ich könnte dir etwas zeigen. Der Donut-Dip. Keine große Sache. Oh, toll. Oh, oh, oh,
und am Ende könnte ich noch diesen tollen Move machen und es den Donut Dip mit Streuseln nennen. Was meinst du? Okay, jetzt geht's los. Moment, was geht los? Naja, ich glaube, ein kleiner Wettkampf kann nicht schaden. Oder? Tiramisu-Twist. Warte, du hast doch gesagt, dass keine von uns dazu bereit wäre. Ich wollte nicht, dass du dich schlecht fühlst. Alles okay, Orangella? Orangella? Irgendwas sagt mir, dass dieser Wettkampf nicht ganz so freundschaftlich war, wie ich dachte. Hey, ich habe ein Stück Pizza für dich. Ach, weißt du, du bist wirklich gut im Rollschuhlaufen. Vielleicht besser als ich, aber gut in Sport und so zu sein, ist eigentlich mein Ding. Ich kann doch nur Rollschuhlaufen, weil du es mir beigebracht hast. Freunde machen sich gegenseitig besser. Wie Schlagsahne und Kuchen. Vielleicht kannst du mir ja den einbeinigen Sirupsprung beibringen. Danke! Keine Autogramme, bitte. Ich bin froh, dass der Wettkampf vorbei ist. Absolut. Wettkämpfe sind sowas von out. Der Apfel-Großstadt-Rollschuh-Team-Wettbewerb! Also, wie war das nochmal mit dem Wettkämpfen? Ich meinte natürlich nur zwischen dir und mir, aber wenn wir gegen andere Bären antreten, absolut. Komm schon, Emily. Dann fangen wir gleich mal an zu trainieren. Puh, was für ein Tag. Aber endlich haben wir unsere letzte Bestellung fertig. Jetzt müssen wir sie nur noch liefern, und zwar an 1313 Gruselige Bärenstraße. Sagtest du 1313 Gruselige Bärenstraße? Wieso? Es ist noch nicht mal bewölkt. Das Marzipanhaus. Das Geisterhaus auf dem Gipfel des Hügels. Moment, Moment. Geisterhaus? Das ist doch totaler Apfelmus. Du glaubst doch wohl nicht an Geisterhäuser, oder? Natürlich nicht. Aber bitte erzähl mir alles. Wie wär's, wenn ich dir zeige? Okay, es ist ein renovierungsbedürftiges Haus. Der Legende nach war der Besitzer besessen davon, Marzipanmänner zu backen. Du meinst Lebkuchenmännerplätzchen? Nein, nein, Lebkuchenmänner sind süß, aber Marzipanmänner sind böse. Eines Nachts, während eines schrecklichen Gewitters, erwachten die Marzipanmänner zum Leben. Und was? Und was? Das weiß niemand. Der Besitzer wurde nie wieder gesehen. Sehen wir nach, wer da drin ist. Du, 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 du. Was ist das? Glaubt ihr, das ist der Geist des Besitzers? Oder ein sprechender Keks? Weder noch. Das ist wahrscheinlich eine ältere Beere. Wir haben ihre Bestellung. Gib sie mir, oder ich zerquetsch dich. Er meint nur, wir sollen sie reinbringen. Okay. Das ist ja wirklich überhaupt gar nicht gruselig. Uns geht's gut, uns geht's gut, uns geht's nicht gut. Emily, das ist ein Mixer. Okay, okay. Moment, wo ist Bonnie? Hier drüben. Bonnie, pass auf! Oh, bitte, das ist eine Buddha-Handfrucht. In Torten schmecken die fantastisch. Jetzt komm schon. Wir stellen das hier ab und gehen nach Hause. Heiliger Donut! Okay, Bonnie.
Leg den Plätzchenausstecher lieber weg. Emily dreht sonst durch. Klar doch. Das ist interessant. Bitte sag mir, dass ihr eine rationale Erklärung dafür habt. Hab ich nicht. Was macht ihr hier? Sofort raus hier! Kommt zurück! Was ist denn mit euch los? Hä? Herr Mango? Was machen Sie denn hier? Mein Verlobter Bobby Bananabee und ich haben das Haus gerade gekauft. Wir haben aufgeräumt und die Unmengen an seltsamen und gefährlichen Haushaltsgegenständen weggeworfen. Moment, was? Aber was ist mit der gruseligen Stimme? Danke für den Smoothie. Schon besser. Ich habe von dem ganzen Staub hier einen rauen Hals bekommen. Aber Sie haben doch gesagt, Sie würden uns zerquetschen. Oh, ich habe Bärenbrüder Smash oben auf meinem Handy gespielt. Kommt mit! Ich zeig euch, warum Bobby und ich uns dieses alte Haus gekauft haben. Diesen Garten konnten wir uns nicht entgehen lassen. Vielleicht haben wir unserer Fantasie etwas zu viel freien Lauf gelassen. Oh, seht mal, noch ein Marzipanmännchen. Wir finden diese kleinen Kerle überall. Lebkuchenmänner sind süß. Marzipanmänner sind böse. Habt ihr noch Lust mit uns? Nein, danke, wir müssen jetzt los. Tschüss! Nein! Die Barbacoa-Bonanza ist tanzen, tanzen, springen, springen, jubeln, drehen, beißen! Komm schon! Das ist der heißeste Trend bei Tic-Taco! Was machen die beiden denn da? Sie üben schon den ganzen Tag ihren Tic-Taco-Tanz! Soziale Medien sind schon ziemlich speziell. Oh, und machen ordentlich Dreck. Oh, um Himmels Willen, wer hat diese ganze Schweinerei hier angerichtet? Die waren das! Schafft die Viecher hier raus. Die Backstuben sind kein Streichelzoo. Die Haustiere haben die Sauerei nicht angerichtet. Es waren... Erdbärchen. Die Beweise kleben überall an ihnen. Das ist doch nur, weil... Ich will die Viecher nur in niedlichen, viralen Internetvideos sehen oder ausgestopft an meiner Wand hängen haben und nicht in den Backstuben. Sperrt sie ein, bis ihr sie mit nach Hause nehmen könnt. Ab morgen sind sie verboten. Verboten? Es tut mir leid, Schnurrschön. Wenn wir doch nur irgendwas tun könnten... Und das waren doch noch nicht mal die Tiere, die getanzt haben. Ich weiß, und stell dir vor, niedliche Tiere, die einen Tic-Taco-Tanz machen. Das wäre so süß, dass Sauerapfel sie nicht hätte vertreiben können. Ach Quatsch, das geht doch gar nicht. Wir überlegen uns was, das verspreche ich euch. Die beiden Tierchen könnten nicht süßer sein. Oh. Das ist die Barbacoa-Bonanza. Schade, dass sie keine Tacos haben. Das wäre wirklich fantastisch. Okay, wir haben einen Plan. Wir brauchen nur 300 Donuts, ein Motorrad, eine Angelrute und... Wow! Oh, yeah. Heiliger Bananenbuchen, was ist denn hier los? Yay! Ha, die
Tiere haben. Doch ein Wert für die Backstuben. Sie können trotzdem nicht hierbleiben, wenn Sie so eine Sauerei machen. Komm schon, Käsestrudel. Die Tiere stellen uns in den Schatten. Ich tue mein Bestes, Kirsche. $5 pro Autogramm und ich behalte 60% der Gesamteinnahmen. 40. 50. Abgemacht. Wow, unglaublich, was die Tiere hier für eine Sauerei angerichtet haben. Ich glaube, was Schnurrschön sagen will, ist, Haustiere machen einfach alles besser. Hey, Emily, du wirst ja immer besser. Du machst das toll. Besser zu werden ist ganz schön anstrengend und macht hungrig. Essen? Super Idee! Na los, alle rüber zum scharfen Pizzastand! Wie scharf? Oh ja! Wie scharf ist diese Pizza denn? Als würdest du Lava essen! Wie schmilzt dein Gesicht weg? Oh, okay. Dann bestelle ich eine Pizza, die nicht scharf ist. Bitte nicht um Extrawünsche! Scharfe Kruste verkauft nur scharfe Pizza! Was? Alles, was ein Koch oder Bäcker will, ist, seine Kunden glücklich zu machen. Mach es einfach so wie wir. Ein Stück scharfe Pizza, bitte. 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 Oh, die esse ich auf keinen Fall. Wie geht's Ihnen, Mr. Scharfe Kruste? Ja, ich find's toll, was Sie hier machen. Jeder bestellt hier einfach ein Stück scharfe Pizza. Wirklich cool, cool, cool. Hat hier schon mal jemand eine scharfe Pizza, aber nicht scharf bestellt? Also, das wäre echt super komisch. Ich sehe, Sie sind beschäftigt. Okay, ich nehme ein Stück Pizza, also nicht scharf. Mein Name ist Scharfe Kruste und das ist der scharfe Pizzastand. Keine Schärfe, keine Pizza für dich! Wir haben dich gewarnt, Emily. Ich versuche dir ein Stück zu holen. Ich hätte gern ein Stück scharfe Pizza, bitte. Du hattest aber heute schon ein Stück. Das ist für meine Freundin. Sie wollte doch nur... Es gibt keine Pizza für dich! Ich habe ein Lied über die Kraft der Vergebung geschrieben. Liebe... Es gibt keine Pizza für dich! Das Universum sagt mir, dass sie viel glücklicher wären, wenn sie... Okay, bin schon weg! Sie bekommen diesen Handroboter 5000 für ein extra Stück Pizza. Er könnte Ihnen helfen, Pizzateig zu schleudern. Keine Pizza für dich, dich und deinen Roboter! Guten Tag, ich bin Beef Wellington, der Onkel von Emily. Bitte geben Sie ihr noch eine Gelegenheit für ein Stück Pizza. Keine Pizza für niemanden von euch! Es reicht! Wie können Sie Ihre Kunden nur so behandeln? Wenn jemand keine Streusel auf seinem Muffin haben will, wissen Sie, was ich mache? Ich streue keine Streusel drauf, weil es die Bären glücklich macht. Aber Sie kennen nur keine Pizza für dich und erschrecken alle Bären. Aber ich kann doch nichts anderes als scharfe Pizza. Oh, aber nicht doch, das ist kein Grund zu weinen. Wissen Sie, ich glaube, Sie brauchen einfach nur jemanden, der Ihnen zeigt, wie man andere Pizzen macht. Ich war so gemein. Wer würde mir schon helfen? Ich habe eine vegetarische Pizza gemacht. Und sie ist überhaupt nicht scharf. Sehen Sie? Ich wusste, dass Sie das schaffen. Ich kann jetzt jede Art von Pizza machen. Dankeschön, Emily. Aber meine scharfe Pizza ist immer noch meine Spezialität. Es würde mir viel bedeuten, wenn du sie mal probierst. Ich, okay. Und wie schmeckt sie dir? Oh, ja. Super lecker. Was für ein Tag. Seitdem Sauerapfelmarmelade die Backstuben übernommen hat, gibt es viel mehr zu tun. Aber das Beste an den Backstuben ist, dass ich immer Zeit für eine Pause mit meinen bärenbesten Freundinnen habe. So viele Lieferungen. Okay. Komm schon, Limone. Du schaffst das. Das war zumindest mal das Beste.
Was steht noch auf der Liste? Den Innenhof sauber machen? Oh, du siehst ja aus wie ein Rind auf einem Grillfest. Was ist los, Süße? Bei all dem Stress vermisse ich es einfach, mit meinen besten Freundinnen Spaß zu haben. Naja, Erfolg erfordert manchmal Opfer und manchmal gehen Freundschaften auseinander. Gehen auseinander? Du willst als Bäckerin groß rauskommen? Dann musst du harte Entscheidungen treffen. Stopp, alle mal herhört! Wir brauchen eine Freundschaftsparty. Wir sind alle so beschäftigt, ich sehe euch kaum und ich denke, wir sollten uns einfach treffen, weil ich keine schweren Entscheidungen treffen will. Hört sich gut an, aber wir haben so viel zu tun. Ich kann allerfrühestens in 3 Wochen. Haben wir Zeit für eine Party? Heute Abend, bevor es zu spät ist. Also, wenn wir bis dahin alles erledigt haben... Toll! Hier habe ich ein paar selbstgemachte Einladungen. Ich bin super aufgeregt, das wird toll. Ich freue mich bis später. Moment, wann hattest du denn Zeit, die zu machen? Das ist ja super süß geworden. Wir werden lachen, essen, singen und ein Gruppenfoto machen, damit wir diesen Abend nie vergessen. Willkommen zur Freundschaftsparty! Oh, Karaoke! Und ein Fotostand! Sag Freunde! Freunde? Was? Du gehst schon? Sorry, Sauerapfelmarmelade hat einen straffen Smoothie-Zeitplan für mich. Aber das Gruppenfoto... Hi? Hallo, Emily, Erdbeer. Silly kann leider nicht kommen und hat mich geschickt. Ich liebe es, mich mit Freunden zu treffen. Entschuldige, Emily, wir haben es versucht, aber es gibt noch so viel zu tun. Wir dachten, wir könnten stattdessen Video chatten. So können wir wenigstens... Wenigstens was? Was denn? Oh, zum Glück gibt's ja noch Bonnie. Oh, meine allerliebste Emily. Leider kann ich nicht zu deiner Party kommen, aber du sollst wissen, dass ich in Gedanken immer bei dir bin. Alles Liebe, Bonnie. PS, mein Geist sagt tolle Törtchen. Das ist echt unheimlich. 01010011110110. Hey, geht's dir gut? Klar. Was für eine Party, ganz, ganz toll. Ich, du, der Kurinator und Schnurschön. Alle haben zu tun. Du weißt ja, wie man sagt, Erfolg erfordert manchmal Opfer. Wie bitte? Wer sagt das? Ich habe viel zu tun und ich bin sehr erfolgreich. Das heißt aber nicht, dass ich meine Freunde nicht sehe. Das heißt es nicht? Nein. Warum sollte ich mich zwischen Freunden und Arbeit entscheiden? Ach. Beides geht. Es geht beides? So können wir feiern, während wir arbeiten. Möchte ich eine erfolgreiche Bäckerin werden? Ja. Liebe ich meine Freundinnen? Ja. Muss ich mich zwischen ihnen entscheiden? Nein. Danke. Eine Party? Ihr wisst doch, dass ich es nicht mag, wenn herumgealbert wird während... Tolle Freundschaftsparty, Emily. Was soll das werden? Sie hatten recht. Erfolg erfordert manchmal Opfer. Aber wenn man Freunde an seiner Seite hat, ist alles viel einfacher. Nach der anstrengenden Arbeit haben wir uns eine Fotopause verdient. Sind Sie so nett? Sagt Freunde! Freunde! Die Welt, der Camper ist im Wandel. Wir spüren es in der Luft. Wir riechen es im Feuer. Vieles, was einst war, wird nie mehr dasselbe sein. Alles begann mit der Zubereitung der Marshmallows. Richtige, mächtige Marshmallows. Aber... nicht alle Bären waren sich über das beste Rezept einig. Die besten Marshmallows sind außen verkohlt und innen heiß und klebrig. Das sehe ich anders. Am besten röstet man Marshmallows am Rande des Feuers goldbraun. Etwa so. Auf keinen Fall. Orangella hat recht. Ich mag sie auch außen verkohlt. Ich auch. Ich mag meine Marshmallows lieber roh. Sag nein zu Marshmallow-Quälerei. Aber meine Schokolade mag ich super geschmolzen. Merkwürdig. Aber ich kann's nachvollziehen. Wir haben jede Menge Marshmallows. Also kann jeder seine Marshmallows genauso machen, wie er möchte. Doch sie wurden alle betrogen. Es war, als hätten die Marshmallows ihren eigenen Willen. Oh, liebtes Abfall! Oh!
Alles gut. Wir haben tonnenweise Marshmallows. Eine Ziege? Nein, wartet, da! Es ist noch ein Marshmallow übrig. Beere gegen Beere. Der Reihe nach verfielen sie der Macht des Marshmallows. Denn jetzt gab es nur noch eins. Ein Marshmallow. Okay. Lasst uns eine Pause. Habt ihr ein! Du wirst es vermasseln! Ich rette dich, mein Schatz! Was ist denn mit euch los? Krieg breitete sich aus unter den Campern. Bist du jetzt der Erzähler oder was? Ha, jemand muss dem Chaos einen Sinn geben. Ich krieg das wieder hin. Nein. Ich hab es! Ich hab es! Oh. Nein! Ich hab es! Repariert! Los, gib es uns! Die Armee der Verkohlten verlangt nach einer knusprigen Außenseite und einer klebrigen Innenseite. Nein, niemals! Die goldbraunen Röstgefährten verdienen das Marshmallow! Nein, Marshmallows darf nicht verletzt werden! Bonnie, Marshmallows beschützen! Ich könnte das beste Marshmallow machen, das es je gab. Bären würden auf seine Schönheit schauen und den Kopf verlieren. In dem Moment wurde Emily klar, was sie zu tun hatte. Dieses Marshmallow hätte fast unsere Freundschaft zerstört. Und kein klebrig süßer Nachtisch ist das wert. Ich hätte lieber keine Marshmallows als keine Freunde. Du hast recht, Emily. Es war nur ein Marshmallow. In diesem Augenblick. Bitte, hör auf damit. Tut mir leid, es ist nur... Ich wusste, dass dieser Stamm so weich und bequem war. Schaut mal, worauf ich gesessen habe. Na also, sieht aus, als könnten wir Marshmallows haben und Gefährten sein. Wo habe ich nur die Kekse hingetan? Das Marshmallow war nur das erste Kapitel von Der Herr der... Wir sind zurück. Wie lange sind wir eigentlich gewandert? Tage, Wochen. Es waren 3 Stunden. Ein Bär! Nein, das war ich. Ich sterbe vor Hunger. Keine Sorge, Bären. Die Jungs kümmern sich um euch. Wir haben Abendessen gemacht. Oh, super. Ja. Es gibt Steinsuppe. Das ist ein altes Rezept, das ich von meiner Oma Tortenrand kenne. Man gibt Steine in kochendes Wasser und fügt dann Essen hinzu, bis es lecker schmeckt. Wirklich? Sieht aus wie schleimiger Brei mit Hundegeschmack. Ich koche lieber was im Wohnmobil. Also, es gibt nichts mehr. Wir haben alles aufgebraucht. Warum habt ihr das getan? Wir dachten, wenn wir weiter Essen in den Topf werfen, wird es schon irgendwann schmecken. Was? Ich bin für das große Ganze zuständig. Er da hat das Kochen übernommen. Es gibt also nichts zu essen? Ich glaube, wir kriegen das noch hin. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir einander angreifen, um zu überleben. Alles wird gut. Wir befinden uns im Lebensmittelladen der Natur. Und dieser Ratgeber listet genau auf, was wir um uns herum essen dürfen und was nicht. Die Suppe wird köstlich. Riechst du dasselbe, was wir riechen? Wenn ich als kleines Pflänzchen ein Rezept vermasselt habe, hat mir meine Oma Erdbeermarmelade dieses Lied vorgesungen. Manchmal verdirbt mal etwas, Rezepte gehen schief. Manchmal will ich aufgeben, doch dann sing ich dies Lied. Hab ich mal keine Antwort, weiß ich nicht, was ich tun soll. Doch wenn ich's dann versuche, back ich Sachen richtig und top. Hör nie auf, mach weiter, alle Fragen klären sich auf. Ja, es braucht gar nicht viel, Dinge ändern ihren Verlauf. Wir schaffen es zusammen, komm, lächel doch mal. Es braucht gar nicht viel. Dinge ändern ihren Verlauf.
Freund. Die kleinsten Zutaten und alles wird plötzlich gut. Jede kleine Einzelheit kann ändern, was du dann tust. Hilf dir auf deinem Lebensweg, wenn du deine Träume suchst. Dann geht es bergauf. Ja, es braucht gar nicht viel. Dinge ändern ihren Verlauf. Es sieht genauso aus. Ich bin eine Bäckerin, keine Zauberin. Probier's einfach. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wartet nur, bis ihr den berühmten Nachtisch meiner Oma probiert habt. Steinsoufflé. Ah, ah! Danke, Oma Erdbeermarmelade. Und dir auch, Oma, Taten rein. Gemeinsamer Campingausflug mit all meinen bärenbesten Freunden. Ich fand es toll, im Erdbeerland unter den Sternen zu schlafen. Es ist wirklich schön, sich mit der Natur so verbunden zu fühlen. Wo sind denn die anderen? Ich spüre eine Unruhe im Wald. Oh nein. Ich liebe den Geruch von gefilterter und gereinigter Luft am Morgen. Wahnsinn! Das ist wie eine Villa. Auf Rädern. Mitten im Wald. Das hat nichts mit Camping zu tun. Nein, es ist besser. Es ist Glamping. Der Extravaganza-Express hat WLAN, einen Solargenerator, eine Bowlingbahn oben auf dem Dach und das! Wir wollten es ursprünglicher. Ich laufe im Dreck. Was willst du mehr? Camping, Glamping. Solange wir zusammen sind, ist das doch egal. Wir können beides haben. Tolle Idee. Wir machen den Wettbewerb draus. Ihr macht es auf eure Art, wir auf unsere. Dann sehen wir ja, was das Beste ist. Nein, nein, und so wer gewinnt, entscheidet, wie der Rest des Wochenendes verläuft. So meinte ich das eigentlich nicht. Camper gegen Glamper. Und los geht's. Wow, das ist ja wirklich schnell eskaliert. Die beste Art, um Fliegen fernzuhalten. Wie wird man Insekten los? Was meinst du, Bonnie? Ich frag einfach nett. Die beste Art zu fischen. Ich bestelle bei Luxusessen. Die liefern überall hin. Will jemand Sushi? Ich finde, die beste Art, sich hier draußen zu entspannen, ist mit ein bisschen Musik. So entspannend. Es brennt. So macht man Feuer. Ganz der Ausflug mit meinen bärenbesten Freunden, auf den ich gehofft hatte. So, jetzt geht es ums Abendessen. Bei den Glampern gibt es Süßkartoffeleintopf, gegrillte Schrimps und Lavendel-Honig-Marshmallows. Und was gibt's bei den Campern zu essen? Wir essen Hot Dogs. Gebt doch einfach zu, dass die Glamper eindeutig... Was ist denn jetzt passiert? Ihr habt euer Wohnmobil den ganzen Tag laufen lassen. Es hat also keinen Saft mehr. Und das bedeutet... Kein Feuer? Keine Massagesessel? Keine Musik? Kein WLAN? Nein. Die Camper freuen sich, ihr Feuer mit den Glampern zu teilen. Wenn ihr zugebt, dass Campen besser ist. Okay, Campen...
vergiss es! Glamper und Camper werden gemeinsam nass! Danke, Gewitter! Du mächtiger für gleiche Verhältnisse Sorger, du! Wir sind alle gleich! Emily, komm rein, es regnet! Gemüseteller gefällig? Dieser Camping- und Glamping-Trip ist ziemlich toll, auch wenn wir nicht unter den Sternen schlafen können. Oh, dafür gibt's eine App. Wow. Hat jemand von euch ein Ladegerät? Danke, Schnurrschön. Ganz schön was los. Verbranntes Erdbeertörtchen, Sauerapfel will. Oh, Lallibären-Chips. Für eine VIP-Party, die ich gebe. Ich denke, du bist die perfekte Bäckerin dafür. Dankeschön. Ich bin ein bisschen wählerisch bei den Zutaten. Zitrusinsel, Zitronen, brauner Zucker vom braunen Zuckerstrand. Und es ist gerade keine Lallibären-Saison. Es ist nur so, dass heute ziemlich viel los ist. Und um die Zutaten zu bekommen, muss ich meinen Truck schließen und... Oh, du kannst den Truck nicht schließen. Ich habe ja ganz vergessen, wie unerfahren du bist. Wenn es zu viel ist, frage ich jemand anderen. Nein, Moment, ich schaff das schon. Oh, wie wunderbar. Dafür hast du 2 Stunden. Die Zwillinge überwachen das. Die Zwillinge? Heiliger Donut! Dann mal los. Wir überwachen das. Mit beiden Augen. Wem kann ich den Einkauf anvertrauen, damit der Truck geöffnet bleiben kann? Huck macht Lieferungen für Honey. Orangella ist beschäftigt. Bonnie ist Bonnie. Wen könnte ich... Hey, vielleicht kannst du das machen, Schnurrschön. Großartig, du bist meine Rettung. Zitrusinsel, Zitronen? Kein Problem. Ach, dieses Tablet. Die Zitrusinsel, Zitronen gehen aufs Haus. Aber leider habe ich keinen braunen Zucker. Zucker? Selbstverständlich. Weißt du, ich war gerade erst Kitesurfen am braunen Zuckerstrand. Ich hole ihn dir. Aber pass bitte kurz auf Honigtau-Sobby auf. Ein Stück oder 2, Lady Whiskers. Hier ist dein Zuckerschnurrschön. Tick-Tack, Emily! Ich hab Olalli-Bären für dich, wenn du den richtigen Zug machst, Kätzchen. Unglaublich, dass eine Katze mich geschlagen hat. Na, grüß Emily von uns. War nicht mal weg. Überhaupt nicht spritzig. Ich glaube, es ist wirklich meine Schuld. Ich habe zu viel erwartet. Oh, geschafft. Ich hoffe, es schmeckt Ihnen. Das sieht einfach klasse aus. Ich dachte, sie war nicht weg. War sie auch nicht. Na gut. Und wo kommen dann all die Zutaten her? Mia. Unglaubliche Neuigkeiten. Das große Apfelstadtmuseum für Naturgesichte veranstaltet heute Abend ein Seminar über die verschiedenen Kandisfelsen aus den Steinobstbergen. Ein Seminar über Felsen? Da
Das hört sich faszinierend an. Meine Süße, ich hoffe, dass ich einen sehr schönen, spannenden und lehrreichen Abend mit meinem kleinen Limönchen verbringen kann. Das wäre großartig. Bis später, Papa. Es ist echt toll, wie viel du und dein Papa gemeinsam haben. Hallo, meine liebste Tochter. Ich habe eine tolle Neuigkeit. Coco Lachelle zeigt heute Abend ihre neue Modekollektion und ich habe 2 Tickets. Und weil ich dich so lieb habe, mein Zuckerschnäuzchen, hoffe ich, dass wir zusammen hingehen. Bis heute Abend. Limone, wie kannst du gleichzeitig beim Felsenseminar und auf der Modeshow... Okay, ja. Was soll ich nur tun? Papa hat mir beigebracht, das Lernen zu lieben, aber Dad hat mir beigebracht, Mode zu lieben. Ich liebe beides. Egal, was ich auch tue, ich werde einen von beiden enttäuschen. Kann mich gar nicht entscheiden, bin wirklich sehr verwirrt. Wählen mag ich gar nicht, das ist richtig, mein Kopf schwirrt. Dies oder das, oder jene oder welche, ich kann hier gar nichts sehen. Bin total zwiegespalten, welchen Weg soll ich gehen? Wie auch immer ich wähle, eins von beiden verpasse ich. Ruiniert ist alles, das Glück ließ mich im Stich. Egal wie ich entscheide, die Antwort weiß ich. Bin hin und her gerissen, denn beide Seiten bin ich. Ich glaube, ich möchte hier lang, nicht immer kreuz und quer, zurück und einmal umdrehen. Weiß gar nicht, wo ich hingehöre. Rechts oder links oder rechts, hoch oder runter. Ich fühle mich nicht bereit. Bin total zwiegespalten und beide Seiten haben Streit. Wie auch immer ich wähle, eins von beiden verpasse ich. Ruiniert ist alles, das Glück ließ mich im Stich. Egal wie ich entscheide, die Antwort weiß ich. Bin hin und her gerissen, denn beide Seiten bin ich. Es gibt viele Stücke, wenn du Kuchen backst. Eine leckere Vielfalt, such aus, was du magst. Ja, es ist egal, alle sind wunderbar, was immer du auswählst hier. Denn wie auch immer du auswählst, hier wird gar kein Spaß verpasst. Nimm dir Zeit und tu es noch, bevor der Tag verblasst. Egal wie du entscheidest, es gibt so viel zu sehen. Mit all deinen Seiten, du kannst so viel mehr sein. Du kannst so viel mehr sein. Egal wie du entscheidest. Liebling, was machst du denn hier? Ich habe eine Verabredung mit unserer Tochter. Und was machst du hier? Also, es gibt tatsächlich eine Ausstellung im Kumin-Thymian-Museum über die Geschichte der Mode in der Apfelgroßstadt. Ich dachte, wir könnten vielleicht alle zusammen hingehen. Wir können beide den Abend mit etwas verbringen, das wir lieben. Genau. Geschichte für dich und Mode für dich. Oh, Mia, wir lieben doch am meisten Zeit als Familie zu verbringen. Wir beide zusammen mit dir. Wie auch immer man es dreht und wendet, sie sind eine bezaubernde Familie. Ah, es ist so schön, in Ruhe backen zu können, ohne sich um den violetten Kuchenmann kümmern zu müssen. Na, Rotzbeere? Huh? Hallo, ihr crazy coolen jungen Leute. Habt ihr euch schon den total abgefahrenen neuen Laden auf der anderen Straßenseite angesehen? Die neue violette Kuchenstube. Sie ist voll super hot. Warum mit den lahmen, altmodischen Bäckern abhängen, wenn man bei Trendsettern shoppen kann? Schaut euch diesen total extra umgedrehten Muffin an. Der ist doch Hashtag Feuer-Emoji. Die Jugend weiß, was cool ist. Kannst du mir sagen, warum alle die Backstuben verlassen? Das ist eine Katastrophe. Oh, alle Mann in mein Büro, Krisensitzung. Vielleicht doch besser zurück nach draußen. Unsere Kunden sind zur Kuchenstube abgewandert und ohne Kunden wird Sauerapfelmarmelade verärgert sein. Und wenn sie verärgert ist, wird sie mich feuern. Und wenn sie mich feuert, wird meine Mutter... Die Kuchenstube ist beliebt, weil sie trendy ist. Also müssen wir ganz einfach trendiger sein.
Ich habe alle aktuellen Trends und Marktforschung analysiert. Wenn wir ihnen folgen, können wir nicht scheitern. Bist du sicher? Ich bin immer meinem Bauchgefühl gefolgt, nicht den Trends. Und alles ist bisher ziemlich gut gelaufen für mich. Die Vergangenheit ist nicht trendy. Die Gegenwart ist trendy. Streich das. Die Zukunft ist trendy. Okay, aber im Ernst. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber Brotpudding ist unser Freund und... Erdbeeren sind nicht im Trend. Smoothies sind sowas von gestern. Was die Leute heute wollen, sind Erdnussbutterskulpturen von Prominenten mit gesalzener Karamellsoße. Oh Mann, was? Haustierparaden sind bei Tic-Taco sehr beliebt. Abmarsch! Die Daten zeigen, dass die Aufmerksamkeitsspanne von Sekunde zu Sekunde abnimmt. Arbeitet mit dreifacher... Nein. Vierfacher Geschwindigkeit, Leute! Nicht ausreichend. Wir haben den Nostalgietrend noch nicht erreicht. Emily! Sieh das an! Im Ernst? Ich finde, wir sollten uns lieber auf etwas Einfaches tun. Wir müssen jetzt mit fünffacher Geschwindigkeit arbeiten. Schönere Tierparade! Mehr Mayonnaise auf die Skulptur! Oh Mann, was? Schneller, schöner, wo bleibt die Nostalgie? Hey, ich weiß, du gibst dir wirklich viel Mühe. Aber ich glaube, du solltest auf dein Bauchgefühl hören. Klassische Designs sind out. Roboter sind in. Bringt mir den Kuchenator! Ein Roboter? Echt jetzt? Warum waren die Angaben nur falsch? Was war das? Das ist mein lieber Bärenofen. Vorhin habe ich mein Bauchgefühl gefragt, was für heute gut wäre. Und die Antwort war Zuckerplätzchenzöpfe. Zuckerplätzchenzöpfe sind nicht im Trend. Zuckerplätzchenzöpfe sind nie im Trend. Sind das Zuckerplätzchenzöpfe? Um die besten Rezepte für deinen Bauch zu finden, musst du manchmal auf dein Bauchgefühl vertrauen. Komm zurück! Ich habe einen Rap darüber geschrieben, wie toll die Kuchenstube ist. Ich bin der violette Kuchenmann und ich sage euch, an meinem Essen kann sich keiner messen. Weißt du, manche Bären sind einfach zu sehr auf Trends fixiert. Was? Willkommen in meinem Keller. Seid ihr bereit für die epischste, verrückteste, krasseste Pyjama-Party, die ihr je erlebt habt? Eure Gehirne könnten explodieren. Silly ist total aufgeregt wegen ihrer ersten großen Pyjama-Party. Das ist wirklich süß. Heute Abend darf nichts schiefgehen. Alles muss einfach nur perfekt sein. Sillychen! Wollen deine besten Bärenfreundinnen ein paar Pizza-Bagel, Hühnchen-Taquitos, Jalapeno-Poppers? Na, was meint ihr? Papa, die besten Bäckerinnen der Backstuben wollen keine tiefgefrorenen Appetithäppchen. Aber ich mag Pizza-Bagels. Ach, entschuldigt bitte. Ihr habt ja keine Ahnung, was für eine unglaubliche Nacht auf euch wartet. Ich präsentiere den Party-Pyjamomat 99.537. Wow. Yeah, 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 yeah. Ja, sie finden ihn toll. Ist das normal, dass die Maschine sowas macht? Okay, das ist dann wohl ein Nein. Das hab ich gleich wieder. Moment. Okay, okay. Hey, alles klar bei euch? Das war eine größere Explosion als die, die wir sonst haben. Uns geht's gut, Papa. Der Strom ist gleich wieder da. Oh, der Strom ist in der ganzen Stadt ausgefallen, mein Kleines. Ich schätze, wir können absolut gar nichts dagegen tun. Im Ernst, Papa? Wisst ihr, früher habe ich ziemlich epische Pyjama-Partys veranstaltet. Ich habe einen Partyordner mit einem ganzen Kapitel über Spiele, die man im Dunkeln spielen kann. Oder wenn ihr lieber... Es ist eine Party ohne Papas. Bitte. Okay, verstanden. Wenn du mich brauchst, ich bin dann mal oben. Keine Sorge, ich krieg das wieder hin. Wir können immer noch Spaß haben. Silly, wir machen uns keine Sorgen. Wir könnten Armdrücken mit dem Handroboter 5000 spielen oder Ringen mit dem Greifmeister 3000.
Nein, die brauchen Strom. Wie wäre es mit der Deckenfestung 33.000? Wir können ein mehrstöckiges Deckenlabyrinth bauen, ganz ohne Strom. Okay, Strom ist eindeutig besser. Ich kann das mit Batterien zum Laufen bringen. Ich brauche nur 10.433 AA-Batterien. Vielleicht lassen wir den Party-Pyjamomat 9011 oder so ähnlich einfach in Ruhe. Ihr könnt ruhig nach Hause gehen, wenn ihr wollt. Was? Warum sollten wir nach Hause wollen? Ich weiß nicht. Weil mein Vater peinlich ist, meine Maschine zerstört ist und ich Pyjama-Partys praktisch für immer und ewig ruiniert habe. Silly, das ist doch alles überhaupt nicht wichtig. Wir sind hier, weil wir dich mögen. Du brauchst uns nicht zu beeindrucken. Wir haben zusammen Spaß, egal was wir tun. Wirklich? Absolut. Und außerdem rechnen wir alle mittlerweile schon mit Explosionen. Und ein Stromausfall in der ganzen Stadt. Ich finde, oh, das ist beeindruckend. Ah, das ist es, oder? Also, was machen wir jetzt? Hast du eine Idee? Nein. Aber ich kenne jemanden, der sich das Gleiche für heute Abend wünscht wie du. Papa? Meine Freundin und ich wollten dich... Ich weiß das perfekte Spiel! Meine Pyjama-Party war einfach perfekt, weil meine Freundinnen mich so mögen, wie ich bin. Heilig dich, Bonnie! Erwischt! Taschenlampen ticken ist wirklich super cool! Hey, der Strom ist wieder da. Dann können wir ja jetzt auch die anderen Spiele spielen. Ah, wir haben doch schon Spaß. Oh, man weiß, dass es heiß ist, wenn man keinen Ofen braucht, um Kekse zu backen. Wir brauchen erfrischende Ideen und wir brauchen sie schnell. Wir können erfrischende Gedanken denken. Kalt, Schnee, Gletscher. In der Sonne, heiß, schmelzen, nein! Die erfrischenden Gedanken sind verbrannt. Wenn ich jetzt im Erdbeerland wäre, wäre das der perfekte Tag für ein Bad in unserem alten Wasserloch. Wasserloch? Weiß sie eigentlich, mit wem sie hier spricht? Also ich finde, Schwimmen hört sich super an. Leider befindet sich der einzige Pool der Stadt im Goldenen Krusten Social Club. Und der ist sehr exklusiv. Ich wette, dass sie an einem Tag wie heute eine Ausnahme machen. Vor allem, wenn wir ganz nett fragen. Nein. Oh, es ist so ein heißer Tag. Meinen Sie nicht, dass Sie den Pool für alle öffnen sollten, damit sich jeder in der Stadt abkühlen kann? Der Goldene Krustenclub ist nur für Mitglieder zugänglich. Habt ihr verstanden? Aber es ist doch überhaupt niemand im Pool. Und es trägt auch niemand Badesachen. Deren Pool, deren Angelegenheit. Wenigstens hast du es versucht, Emily. Wir kommen da schon noch rein. Kann mein armes Kätzchen sich bitte in ihrem Pool abkühlen? Nein. Mein Freund hat ein Lied über das Teilen geschrieben. Nein. Die Förderung der exklusiven Nutzung eines Pools, die rein auf einem kapitalistischen System basiert, führt zu einem ungerechten Klassensystem, das besonders ungerecht ist. Bitte, bitte, sacre bleu, Monsieur, der Gefrierschrank in der Küche ist kaputt. Die ganze Eiscreme schmilzt und die Fische schwimmen weg, mon Dieu. Was? Das ist eine Katastrophe. Yeah. Schau dich um, sieh, was es noch so gibt. Riskier was, probier aus, was dir noch liegt. Oh. Gibt's nen Weg, um einfach nur du zu sein? Los, komm, los, komm, probier es aus. Hey! Mach was du machen willst, sei wer du sein willst. Tratschbar, hab Spaß, dein Schräg ist auf dem richtigen Weg. Komm und zeig, was alles in dir steckt. Eine Prise Freude und ganz viel Lachen. Und dann ein Spritzer Spaß. Keine Angst, sei einfach albern, wenn du willst. Sei ein Blitz und schau, wie schnell du schon bist. Entdecke, wie gut du fliegst. Wow, wow, so super, wenn du's versuchst. Yeah! Mach, was du machen willst, sei wer du sein willst. Tratsch mal, hab Spaß, sei schräg, bis auf dem richtigen Weg. Komm und zeig, was alles in dir steckt. Eine Prise Freude. Okay.
ist nicht leicht, sich mal zu trauen, einfach zu sich zu stehen. Mach dein Ding und posier, sei albern, ja, so geht's. Und dann im nächsten Augenblick, da machst du einfach klar. Ne Prise Freude, Spritzer Spaß, so soll's für immer sein. Mach, was du machen willst, sei, wer du sein willst. Tratschbar, hab Spaß, sei schräg, bis auf den richtigen Weg. Komm und zeig, was alles in dir steckt. Eine Prise Freude. Und dann ein Spritzer Spaß. Mach, was du machen willst, sei, wer du sein willst. Tratschbar, hab Spaß, sei schräg, bis auf dem richtigen Weg. Komm und zeig, was alles in dir steckt. Eine Prise Freude. Und dann ein Spritzer Spaß. Erdbeer-Buttercreme, Zitrus-Karamell-Knusper, Heidelbeer-Mousse, Himbeer-Gelee und zwei Erdbeeren obendrauf. Ich kann nicht glauben, dass Sauerapfelmarmelade Benoffis Geburtstagsparty hier im Gewächshaus feiert. Ich kann nicht glauben, dass sie uns gebeten hat, die Torte zu backen. Ist sie zu groß? Sauerapfelmarmelade sagte, je größer, desto besser. Ich frag mich, was sie vorhat. Wo ist der Haken? Kein Haken. Einfach nur gutes, ehrliches Backen. Und Benoffi wird es super finden. Nicht, wenn sie die Torte nie sieht. Wo kommt ihr beide denn her? Vom Kumin-Thymian-Museum, wo Benoffis Geburtstagsparty ist. Habt ihr nicht gehört? Sie wurde verlegt. Oh, aber wie transportiert ihr eine so große Torte in den nächsten 20 Minuten? Und da ist der Haken. Machen Sie sich keine Sorgen. Emily Erdbeer und Honey Himbeer wissen, wie wichtig das ist. Ich bin mir sicher, sie werden sie nicht enttäuschen. Wo bleiben die denn? Ich glaub's einfach nicht. Sie hat die Party verlegt und uns nichts davon gesagt. Weniger jammern, mehr schieben. Wir haben weniger als 20 Minuten. Oh. Egal, komm weiter. Okay, durch den Park und mit der U-Bahn in die Innenstadt. Dann sind wir da. Was? Wie sollen wir denn da bloß durchkommen? Keine Zeit zum Nachdenken, einfach machen. Wir verpassen die Party, enttäuschen Benoffi und stehen wie schlechte Wetterin da. Wir müssen positiv denken. Wir schaffen es. Schildkrötenherde, aber was genau liefert ihr denn? Das, also, eine Speziallieferung für Benoffi. Wir dachten, du magst bestimmt einen dramatischen Auftritt. Schließlich geht es bei Benoffi immer um die Präsentation. Es war nicht schwer herauszufinden, was passiert war. Überall in der Stadt lagen Tortenschichten verteilt. Scheint so, als könntest du alles erreichen, was du dir in den Kopf setzt. Wenn man gute Freunde hat, ist einfach alles ein Kinderspiel. Heute ist ein großer Tag und
Und für große Tage braucht man leckere Leckerbissen. Man kann ja schließlich Leckerbissen der Stadt nicht ohne leckere Leckereien gucken. Versteht ihr? Sie sehen aus wie die Stadt. Warum bist du so aufgeregt? Sauerapfelmarmelade ist Gastjurorin bei Leckerbissen der Stadt. Eine süße Landbäckerin, die in die Stadt gezogen ist, um all ihre köstlichen Träume wahr werden zu lassen. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Anscheinend will sie eine große Ankündigung machen. Kiki, ich habe schon so ziemlich alles gemacht, wovon ich geträumt habe, wenn es ums Backen geht. Also habe ich mir gesagt, Sauerapfel, was wird wohl deine Kirsche auf dem Sahnehäubchen sein? Nun, ich freue mich wie ein Opossum in einem Petunienbeet, das neue Zuhause für meine Backzentrale bekannt zu geben. Die Backstuben der Apfelgroßstadt. Soll das heißen, Sauerapfelmarmelade übernimmt die Backstuben? Ob Brotpudding das schon weiß? Nein! Er weiß es. Wenn ich nicht mehr stellvertretender Manager der Backstuben bin und keine Bären mehr herumkommandieren kann, wer bin ich dann? Ja, er ist kaputt. Was bedeutet das für die Backstuben? Fliegen wir jetzt hier raus? Okay, jetzt kommt erstmal alle wieder runter. Wenn ich ganz tief durchatme und all die Energie um mich herum aufnehme, kann ich die Dinge klarer sehen. Ganz genau, ja. Ich danke dir sehr, Bonnie. Es ist Zeit für Panik. Hört sofort auf! Stopp! Ich bin sicher, dass alles gut gehen wird. Sauerapfelmarmelade ist eine der nettesten Bäckerinnen der Stadt. So wie ich. Sie hat diesen ländlichen Charme. So wie ich. Wir reden miteinander von Landbäckerin zu Landbäckerin. Landbäckerin zu Landbäckerin, was soll das denn heißen? Na, ihr? Schaut nicht alle so deprimiert rein wie ein Haufen Delfine in der Wüste. Was ist denn los? Hallo, Emily Erdbeer. Meine Freunde sind alle so besorgt wie ein Wal in einem Weizenfeld, aber ich wusste, dass sie die Angelegenheit sofort klarstellen würden. Ah ja, das heißt es also. Natürlich seid ihr alle besorgt nach euren Erfahrungen mit dem miesen, violetten Kuchenmann. Das hier ist was ganz anderes. Leite ich jetzt die Backstuben? Ja, aber ich möchte kaum etwas ändern. Ihr habt nichts zu befürchten. Seht ihr? Wir haben nichts zu befürchten. So, ich gehe jetzt zum Gewächshaus, meinem Hauptgeschäftssitz und Geschenkladen. Käsestrudel und Kirschstreusel teilen euch die neuen Regeln mit. Wer sind heilige Konfitüre? Nimm doch das. Lest das. Lebt das. Ein paar neue Regeln sind keine große Angelegenheit. Was? Niemand darf ohne ausdrückliche Genehmigung von Sauerapfelmarmelade Folgendes verkaufen. Backwaren? Getränke? Smoothies? Was und auf Eis? Das ist eine unglaublich spezifische Liste. Ich sehe ein paar No-Gos. Okay, nicht das, was wir erwartet haben. Aber ich bin sicher, das ist kein Problem, das wir nicht lösen können. Können. Die neuen Regeln von Sauerapfelmarmelade ruinieren die Backstuben. Aber ich bin sicher, wenn ich es ihr nett und freundlich erkläre, wird sie es schon verstehen. Das verstehe ich nicht. Regeln sind Regeln. Ich kann nicht zulassen, dass ihr die gleichen Waren verkauft wie ich. Das wäre ziemlich schlecht für mein Geschäft. Aber so eine kleine süße Landbeere wie du wird mir doch keine Probleme machen, oder? Also... Gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Oh. Dieser Muffin ist ein Verstoß gegen die... Ich esse ihn, ich verkaufe ihn nicht! Was für eine seltsame Beere. Was ist denn hier los? Willkommen bei der Widerstandsbewegung. Süß!
Wie kann ich helfen? Also, wir haben Plakate und planen eine Demo. Aber ich glaube, wir brauchen etwas Größeres. Irgendeine Idee? Wenn wir nicht verkaufen dürfen, was wir normalerweise verkaufen, dann müssen wir eben was anderes verkaufen. Super Idee, Emily. Wenn keiner von uns seine eigenen Leckereien verkaufen darf, dann arbeiten wir eben alle zusammen und verkaufen etwas völlig Neues. Läuft was schief, mal drunter und drüber. Wenn Soufflés einfallen und Kekse sind hinüber. Hör, was wir dir erzählen. Wir drehen jetzt mal auf, werden neue Wege gehen. Oh, süßer Sieg, steh auf und kämpf. Oh, süßer Sieg, tu es mit Mut, dann wird es gut. Oh, süßer Sieg, steh auf und kämpf. Denn wir sind süß und stark, wir machen uns bereit. Es gibt kein Halt, sind wir vereinigt. Wir machen weiter, bis hier alles ist bereinigt. Und es gibt nichts, nichts, was wir nicht können. Drum back nur weiter, bis dann endlich wir gewinnen. Oh, süßer Sieg, steh auf und kämpf. Oh, süßer Sieg, wir sind bereit, ja, alle Zeit. Oh, süßer Sieg, steh auf und kämpf. Denn wir sind süß und stark, wir machen uns bereit. Kein Aufgeben, wir schweigen nicht, wir wissen, worum es geht. Wir backen und die Welt wird schön, der Wind des Sieges weht. Wenn schwierig wird, nur weitermachen, unsere Freundschaft lässt uns lachen. Zusammen können wir's schaffen, sind klug und stark und süß. Oh, süßer Sieg, läuft was schief, mal drunter und drüber. Oh, süßer Sieg, wenn Soufflés einfallen und Kekse sind hinüber. Zusammen sein ist, was ich mag. Zusammen retten wir den Tag. Oh, süßer Sieg, 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 oh, süßer Sieg. Was soll das denn werden? Es ist keine Backware, kein Smoothie, Getränk oder Eis, sondern alles in einem. Wir halten uns also an ihre Regeln und die Bären scheinen es sehr zu mögen. Na, das ist ja sehr schlau von dir. Und auch sehr erfolgreich. Vielleicht sollte ich wieder die Dinge verkaufen, die ihr vorher verkauft habt. Großartig. 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 Großartig.